Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und wir empfehlen euch auf unserem Kanal immer wieder praktische Tools, Apps und Programme, die das Windows-Benutzererlebnis verbessern. Dinge wie Twinkle Tray, Ear Trumpet oder der Auto Dark Mode sind ein paar nützliche Tools, die Windows echt verbessern können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Programme, auf die manche Nutzer schwören, die allerdings in die Kategorie Bloatware und andere unerwünschte Software fallen. Heute sprechen wir über die 8 beliebtesten Programme, die unserer Meinung nach niemals auf eurem PC installiert sein sollten. Das erste Programm auf dieser Liste hat mich zuletzt so sehr geärgert, dass ich es in dieses Video reinpacken musste. Ich habe mir zuletzt einen Mini-PC aus China als Testbench eingerichtet, Windows 11 darauf installiert und da fand Windows Update nicht mal den Treiber für den mobilen Intel-Chip der 5. Generation. Und selbst die Einrichtung war eben ein mühsamer und sehr langsamer Prozess, wie ihr euch vorstellen könnt. Und darauf jetzt die Treiber zu suchen und zu installieren, da hat doch niemand Zeit dafür, also habe ich mir den Driver Booster von iOBIT heruntergeladen und habe mir gedacht, ich weiß, der ist zuverlässig, der hat ein gutes Treiberpaket und ich spare mir damit einfach nur Zeit und Nerven. Am Ende habe ich es dann bereut, denn schon während der Installation werden dem Nutzer 3 unterschiedliche Programme angedreht und natürlich sind die standardmäßig alle angekreuzt. Aber auch später bei der Treiberinstallation drängt euch der Driver Booster weitere Programme auf. Wenn ihr nämlich bei der Treibersuche auf Installieren klickt, war bei mir ein neues Häkchen angekreuzt und auch der iTop Screen Recorder wurde daraufhin später installiert. Dass ich Freeware auch irgendwo finanzieren muss, wobei Werbung ja auch noch existiert, und dass wir deswegen bei der Installation sehr achtsam sein müssen, daran sind wir spätestens seit der Google Toolbar im Jahr 2009 schon gewohnt. Gratis-Software bringt halt auch Scheiße mit, das wissen wir längst, aber dass sie dir dann auch noch im weiteren Verlauf der Nutzung immer noch Schrott andrehen will mit unübersichtlichen Dark-Pattern-Designs, das geht für meinen Geschmack einfach einen Schritt zu weit. Genau deshalb empfehle ich den Driver Booster selbst meinen schlimmsten Feinden nicht mehr, wenn sie einfach nur schnell Treiber installieren wollen. Stattdessen würde ich persönlich den Snappy Driver Installer Origin benutzen. Das Origin hinten dran ist ganz wichtig, was ein portables Open Source Tool ist zum Finden, Aktualisieren und natürlich zum Installieren von Treibern. Der ursprüngliche Snappy Driver Installer wurde verkauft und mit Adware vollgestopft, aber die quelloffene Version lebt weiter als Snappy Driver Installer Origin und nur dazu findet ihr unten bei uns in der Videobeschreibung die Links. Programm Nummer 2 auf dieser Liste war lange Zeit als das Computer-Allheilmittel bekannt. Heute ist er aber selbst in der Chip.de informierten Computerszene ein gefallener Engel. Es geht natürlich um den C-Cleaner oder wie ihn 90% der Welt nennt, C-C-Cleaner. Der Skandal von 2017, wo eine virenverseuchte Version auf der offiziellen Seite 2 Monate lang zum Download angeboten wurde, ist in den Köpfen vieler Nutzer immer noch verankert. Und das ist natürlich verständlich, denn über 2 Millionen Nutzer haben eine infizierte Version runtergeladen. Zur Verteidigung sagt Pureform zwar gerne, dass die Malware nur ein Dutzend Unternehmen und 40 PCs angegriffen hat, aber das ist dann schon eher Glück im Unglück und weniger deren Verdienst. Vor allem erstaunlich an diesem Fall ist aber, dass das Sicherheitsleck erst jemand anders entdeckt hat, obwohl der C-Cleaner zu Avast gehört, was ein Antivirushersteller ist. Ein Jahr später machte man sich dann noch weniger Freunde, als dann die anonyme Datensammlung losging und sich nicht mal mehr per Privatsphäre-Einstellungen richtig ausschalten ließ. Aber auch vollkommen abgesehen vom Privatsphäre- und Sicherheitsskandal der letzten Jahre, hat der C-Cleaner auf einem modernen Windows-Rechner praktisch nichts verloren. Heute kommt der C-Cleaner ebenfalls mit Bloatware daher, teilweise mit Chrome, aber oftmals auch mit einer Gratis-Testversion von Avast. Seine nützlichen Features ersetzen heute größtenteils die Windows-Einstellungen mit übersichtlichen Optionen zur Bereinigung des Speichers von Autostartprogrammen und Hintergrundprozessen. Zwar hat Windows keinen integrierten Registry-Cleaner, aber neben der Tatsache, dass es eh nichts bringt, wenn wir 1,25 MB aus der Registry säubern, kann das ganze System flöten gehen, wenn nur ein falscher Registry-Eintrag entfernt wird. Der C-Cleaner stammt aus einer Zeit, wo Windows viele seiner integrierten Optimierungswerkzeuge gut versteckt hatte. Aber während sich Windows im Laufe der Jahre verändert hat, ist der C-Cleaner mehr oder weniger gleich geblieben. Heute räumt er weniger den PC auf, als dass er zusätzlich dazu beiträgt, dass die Festplatte zugemüllt wird. Klar,
Ich weiß, dass es jetzt vielleicht keine beliebte Meinung sein wird, denn viele Leute schwören bis heute auf Programme wie den C-Cleaner oder den Driver Booster, weil sie für Anfänger eine benutzerfreundliche Lösung für ihre Probleme bieten. Es ist nicht so, dass ich dem C-Cleaner seine legitime Daseinsberechtigung absprechen will. Aber ein Nutzer, der ein zusätzliches Programm braucht, um unerwünschte Software loszuwerden und sein System zu bereinigen, dem sollte das Bereinigungsprogramm nicht noch zusätzliche unerwünschte Software auf den Rechner packen. Das ist, was ich sagen will. Auf Platz 3 dieser Liste haben wir das mitunter gefährlichste Programm, das ihr auf euren Computer installiert haben könnt, und zwar ist es der abgelaufene Virenschutz. Ja, eine abgelaufene Probeversion eines Virenschutzes ist die größte Gefahr, der ihr euren Computer durch vermeintlich sichere Programme selbst aussetzen könnt. Wenn ihr einen neuen Laptop kauft, ist da normalerweise eine 30-Tage-Probeversion für einen Virenschutz vorinstalliert. Wenn dieser Testzeitraum abläuft, werdet ihr im Regelfall zur Kasse gebeten und bezahlt ihr nicht, lasst aber die Software weiter drauf, dann seid ihr nicht länger geschützt. Die installierte Probeversion vom Virenschutz bekommt nämlich sofort nach Ablauf der Testlizenz keine Definitionsupdates mehr. Also, es kann und wird euch vor neuer Malware nicht mehr schützen. Wenn also ein neuer Virus euren PC infiziert, wird euch der Antivirus schutzlos ausliefern. Dabei verhindert jeder Antivirushersteller noch dazu, dass der Windows Defender euch schützt, denn die abgelaufene Trial-Version bleibt als Standard-Virenschutz eingestellt, bis ihr diesen nicht deinstalliert. Immerhin haben einige Hersteller jetzt damit angefangen, euch die Möglichkeit zu bieten, auf die kostenlose Version des eigenen Virenschutzes umzusteigen, wenn ihr die Probeversion nicht verlängern wollt. Kaspersky ist zum Beispiel einer der Hersteller, die das mittlerweile machen. Das Problem ist, sogar Kaspersky macht das auch erst, wenn ihr versucht, den Virenschutz zu deinstallieren und nicht direkt nach Ablauf der Testversion automatisch. Bei AVG müsst ihr sogar ein zusätzliches Converter-Tool herunterladen, um nach der Testversion auf die kostenlose AVG Antivirus-Free-Version umzusteigen. Das ist schon extrem dreist, denn alle von diesen Herstellern bieten auch eine vollkommen kostenlose Variante von ihrem Virenschutz, auf die man automatisch umstellen könnte. Oder man pfeift einfach auf den Premium-Virenschutz und benutzt einfach den Windows Defender. Das Startmenü von Windows 11 ist in jeglicher Hinsicht eine Horrorshow. Und ich kann echt nicht glauben, dass Microsoft sagt, die haben das basierend auf dem Feedback der Nutzer so gebaut. Aber wenn man sich die Designs von Anpassungsprogrammen wie Start 10, Start is Back, Start is All Back oder Classic Shell bzw. heute Open Shell anschaut, wünschen sich die Nutzer anscheinend einfach nur das Startmenü von Windows Vista zurück. Ein Startknopf, eine Suche, die nicht Bing ist, eine Liste an häufig benutzten Programmen sowie die wichtigsten Verweise zur Computerverwaltung. Mehr braucht es nicht und die Leute würden sogar dafür bezahlen. Und Microsoft sagt, das Beste, was die machen können, basierend auf der Analyse von Millionen von Nutzerdaten, ist das Windows 11 Startmenü. Aber so sehr ich ein Fan bin von all diesen Modifikationsprogrammen, so muss ich an dieser Stelle vor allem Nutzer warnen, die vielleicht nicht wissen, was sie ihrem System damit unbewusst antun. Und für die erfahreneren Benutzer unter euch, die brav ihre Backups machen, denen muss ich das gar nicht erzählen. Aber gerade jetzt sind diese Programme mit gewisser Vorsicht zu genießen. Microsoft nimmt nämlich in letzter Zeit immer mehr Änderungen am Windows Explorer, an der Taskleiste sowie am Startmenü vor. Viele dieser Veränderungen sind auf der Oberfläche nicht sichtbar, bedeuten aber unter der Haube oftmals große Unterschiede im Code. Und schon kleinste Veränderungen können bei diesen Startmenü-Modifikationen große Probleme verursachen. Zum Beispiel hat Microsoft erst im Dezember 2022 ein kleines Update für Windows 11 ausgerollt, woraufhin das beliebte Programm Start is All Back gar nicht mehr funktionierte und nur einen schwarzen Bildschirm angezeigt hatte, bis man das Programm nicht deaktiviert hat. Angesichts dessen muss man immer wieder aufpassen, ob das installierte Startmenü nicht durch eines der nachfolgenden Updates zerschossen wird, was insbesondere für weniger erfahrene Nutzer durchaus ein Problem sein könnte. Genau deswegen empfehle ich solche Modifikationsprogramme ganz selten. Vor allem nicht, dass ihr sie jemanden installiert, der weniger Computererfahrung hat. Aber wenn man mit dem Risiko kein Problem hat, dann kann man euch nur viel Spaß wünschen mit den vielen besseren Optionen an Startmenüs für Windows 11. Platz Nummer 5 auf dieser Liste für Software, die ihr niemals auf eurem PC installieren solltet, teilen sich uTorrent, BitTorrent, Views, BitTorrent X und jeder andere Torrent-Client, der fragwürdige Werbung anzeigt oder Software mit Installern mitliefert oder gar ein monatliches Abo verlangt.
In was für einer Zeit leben wir, wo ein Torrent-Client ein monatliches Abo verlangen kann? Torrent-Clients haben sich in den letzten Jahren als richtige Virenschleudern, Adware und Quellen für unerwünschte Software herausgestellt. Keiner davon sollte auf eurem PC installiert sein. Wenn ihr häufig das Torrent-Protokoll benutzt, für legale Downloads natürlich, könnt ihr euch QubitTorrent oder Transmission gerne ansehen. Das Linux-inspirierte Design hält mich aber in beiden Fällen ab, euch die Software zu empfehlen, obwohl sie funktional ganz vorne mit dabei ist. Mit 9Torrent gibt es auch einen vollkommen kostenlosen und werbefreien Client im Microsoft Store, welcher ein simples, leicht Android-inspiriertes, aber immer noch für Windows 11 passendes Design bietet. Wer UWP-Apps vorzieht, kann auch WTorrent aus dem Microsoft Store herunterladen. Es ist eine sehr ressourcenschonende kleine App auf Basis der Universal Windows Plattform, welche eine kleine Werbeanzeige besitzt. Beide Apps könnt ihr euch erfreulicherweise aus dem Microsoft Store holen, sodass es daneben keine weiteren Programme gibt, die im Hintergrund mitinstalliert werden, oder ihr könnt diese einfach vom System werfen, wenn ihr sie eben nicht mehr braucht. Platz Nummer 6 ist vielleicht das lästigste und wahrscheinlich gefährlichste Programm in dieser Liste. Diese perfide Anwendung ist als legitimer Browser verkleidet, ist ganz oft auf Werbebannern im Internet zu sehen und wird häufig als Zusatzsoftware mitinstalliert. Der Wave-Browser wird auf verschiedensten Domains verbreitet und es gibt mehrere unterschiedliche Produkte unter diesem Namen. Ihr solltet aber definitiv keins davon herunterladen. Aber das Thema hat mich auf eine andere Spur geführt, nämlich die Problematik mit unserer Lieblingssuchmaschine. Wenn man auf Google danach sucht, dann findet man als erstes Ergebnis die wavebrowser.com-Domain, welche von der Firma iSign International aus Santa Monica entwickelt wird. Laut deren Angaben handelt es sich hierbei um einen Browser, der als Basis dient für Custom-Branded Webbrowser für Firmen, Influencer, Fußballclubs und jeden anderen, der gerne einen Browser haben will, der nach ihm benannt ist. Und diese Version bietet man halt dann kostenlos, angeblich vollkommen ohne Tracking und Datensammelei im Internet zum Download an. Ich war erstmal skeptisch, also habe ich sowohl die britische als auch die US-Nummer des Unternehmens angerufen. Beide leiteten mich an eine private Voicemail weiter. Außerdem habe ich auch eine E-Mail an das Unternehmen geschrieben von ein paar Wochen, welche bis heute nicht beantwortet wurde. Daher bin ich nicht sicher, ob der wavebrowser.com legit ist. Aber das ist schon das Maximum an journalistischer Arbeit, was ihr von WindowsArea.de erwarten könnt. Wenn ihr allerdings mit Bing nach dem Wave-Browser sucht, findet ihr als erstes Ergebnis das Programm, das der Hersteller WaveSoar Software entwickelt, und das ist eben auch die Adware-Malware, die ich meine. Der Wave-Browser mit dem komischen grünen Wellenlogo wird auf unzähligen verschiedenen Domains angeboten und gilt als aggressiver Browser-Hijacker, welcher sich, einmal installiert, fast nicht mehr loswerden lässt. Der Wave-Browser erstellt automatisch einen Autostarteintrag und mehrere voneinander abhängige Prozesse im Task Manager. Er kreiert Backups im Benutzerordner, trägt sich ins Kontextmenü des Windows Explorers ein, macht unzählige Registry-Einträge und erstellt auch zahlreiche Prozesse in der Aufgabenplanung automatisch, sobald ihr ihn installiert. Wenn ihr dann eine Neuinstallation vornehmen wollt, installiert sich der Wave-Browser einfach ungefragt neu. Damit ist es unglaublich schwer, den Wave-Browser vom System loszuwerden, und selbst dann, wenn ihr es schafft, weiß ich echt nicht, ob alle Systemeinträge davon beseitigt wurden. Es ist ein richtig fieses Programm, das bei IT-Admins richtig verhasst ist, da er anscheinend auch ohne Admin-Rechte installiert werden kann. Google hat die meisten Domains des Wave-Browsers bereits aus dem Index genommen, aber die Macher erstellen immer wieder neue Domains und versuchen, die Suchmaschine damit auszutricksen. Meine Anzeige ist natürlich raus. Bing dagegen, Bing. Bei unserer Lieblingssuchmaschine aus dem Hause Microsoft ist die Malware, wenig überraschend, das erste Ergebnis und auch das zweite Ergebnis und auch das vierte Ergebnis. Haltet euch daher auf jeden Fall fern vom Wave-Browser, am besten auch von allen Versionen. Und wenn ihr den Browser auf dem PC von Freunden oder Verwandten findet, würde ich erstmal eine intensive Bereinigung dieses PCs empfehlen, bevor ihr sie in euer Netzwerk reinlasst. Programm Nummer 7 wird seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv unterstützt, allerdings immer noch auf zahlreichen Download-Portalen angeboten. Das ist nämlich QuickTime. Apples Videoplayer wurde früher mit iTunes gebündelt, ist allerdings seit 2016 weder notwendig, noch wird er mit Updates versorgt. Tatsächlich hat Trend Micro die Software mittlerweile sogar als Sicherheitsrisiko eingestuft, weil das Programm mehrere Sicherheitslücken aufweist, welche eine Gefahr für das gesamte Betriebssystem darstellen können. Seit Windows 10 erlaubt die Fotos-App selbst das Öffnen von MOV-Dateien, sodass QuickTime unter Windows längst nicht mehr gebraucht wird. Wenn ihr es irgendwo auf einem PC findet, dann würde ich es auf jeden Fall ganz schnell deinstallieren.
Und damit kommen wir zum letzten Programm dieser Liste, einem historischen Tool, das ein digitaler Assistent sein wollte, aber tatsächlich euren Computer mit Viren und Trojanern zerstörte. Jahre bevor Siri und Cortana von der Konkurrenz in Form von Google und Amazon technisch überholt wurden, hatte Microsoft bereits ein vorheriges Rennen um den erfolgreichsten virtuellen Assistenten verloren. 1996 hatte Microsoft mit dem Office Assistant ein Hilfstool für Office veröffentlicht, das Nutzern basierend auf einem einfachen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus bei ihren Bürosoftwareaufgaben helfen sollte. Die Idee war ziemlich dämlich, bei Nutzern absolut verhasst und hatte sogar bei Microsoft, ungelogen, den internen Codenamen TFC. Das stand für The Fucking Clown. Wer auch nur einigermaßen wusste, wie man Office benutzt, und es ist jetzt nicht so schwer, fand Clippy eigentlich nur. Aber es gab Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 anscheinend doch Leute, die Clippy super praktisch fanden und ihn auch unbedingt immer und überall auf dem Desktop haben wollten. Und genau diesen Leuten boten die Gebrüder Joe und Jay Bonzi ihren Bonzi Buddy zum kostenlosen Download an. Aus ihm wurde die beste Erinnerung daran, weshalb wir heute keine Downloads und Programme aus dem Internet ungeprüft unten in der Videobeschreibung verlinken können. Der Bonzi Buddy konnte vieles, was heute ein virtueller Assistent am Desktop auch kann. Er konnte Witze erzählen, Fakten wiedergeben, sogar Downloads managen und hatte einen integrierten Kalender. Fast besser als Cortana. Gleichzeitig sammelte er alles an Daten, was Nutzer freiwillig bereit waren, in ein Formular einzutragen, änderte ungefragt die Browser-Startseite, installierte Toolbars und zeigte Werbepop-ups an und er konnte auch singen. Also fast ein Produkt wie von Microsoft. Ich habe jetzt irgendwie vergessen, wo ich damit hin wollte. Edge macht mittlerweile auch so viel Werbung, man könnte das auch als potenziell unerwünschte Software einordnen. Ah genau, ich weiß, wo ich hin wollte. Der lila Desktop-Affe war ein Stück Software, das viele Nutzer in dieser Zeit gekannt haben und selbst installiert hatten und im Anschluss daran einen Trojaner auf ihrem PC wiederfanden. Es zeigt, dass selbst die harmloseste Software zu unlauteren Zwecken missbraucht werden kann, wenn die Entwickler nicht vertrauenswürdig sind, und genau darauf kommt es am Ende an. Installiert euch übrigens nicht den Bonzi Buddy, falls ich das zusätzlich erwähnen muss, die Technologie dahinter, nämlich der Microsoft Agent, den hat Microsoft Gott sei Dank schon mit Windows 7 entfernt, sodass das Programm heute auch nicht mehr lauffähig wäre. Und jetzt seid ihr dran. Welches Programm sollte eurer Meinung nach niemals auf einem Computer installiert sein? Sagt es mir gerne unten in den Kommentaren. Ich bin echt gespannt, welche Programme euch persönlich extrem auf die Nerven gehen. So, das war's dann auch schon von mir und von diesem Video. An dieser Stelle auch ein kleines Shoutout an die Seite dreckstool.de, welche euch schon seit dem Jahr 2000 Jahr für Jahr über die meistverhassten Tools demokratisch abstimmen lässt. Wenn ihr noch weitere solche Videos sowie regelmäßig neue Tipps, Tricks und Tests rund um Windows sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal windowsarea.de und gebt mir auch ein Like auf dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bing, bing, bing.